Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Menschen zu wenig Fragen stellen? Wie ist es bei Ihnen selbst? Welche Fragen stellen Ihnen Ihre Freunde, Ihre Bekannten, Ihre Kollegen, Ihre Chefs? Und hierum geht es bei der Grundausbildung zum Trainer für Rhetorik und Kommunikation. Denn Kommunikation bedeutet ja den Austausch zwischen Einsichten und Ansichten. Und den weitaus größeren Vorteil, dass sie besser wahrgenommen und letztlich damit auch anerkannt werden. Viele meiner Trainingsteilnehmer und Seminaristen haben mich oft gefragt, gibt es nicht eine vollkommene Ausbildung für Rhetorik und Kommunikation? Und deshalb habe ich mich entschieden, seit 3 Jahren diese Grundausbildung zum Trainer für Rhetorik und Kommunikation zu veranstalten. Das Interessante für Sie ist sicherlich, dass ich mich entschieden habe, nur maximal 5 Teilnehmer hierfür zu nehmen. Es ist ein berufsbegleitendes Studium, das Ihnen leicht fällt, da Sie nur an 2 Wochenenden aktiv mit mir trainieren. Sie erhalten alle Instrumente und Werkzeuge der Rhetorik und können sich mit verschiedenen Techniken, dabei bin ich natürlich auch stolz darauf, eigene Techniken entwickelt zu haben, die sich seit mehr als 30 Jahren bewährt haben, mit eigenen Techniken Menschen zu begeistern, zu überzeugen. Und hierauf kommt es letztlich an. Denn auch wir wollen gemocht werden, auch wir wollen anerkannt werden. Und deshalb entscheiden Sie sich für die Grundausbildung zum Trainer für Rhetorik und Kommunikation, weil Sie hiermit wirklich vielen Menschen helfen können, Menschen auf den Weg bringen, dass sie vielleicht leichter eine Karriere machen können. Menschen auf den Weg bringen, dass sie in ihrer Partnerschaft sich besser miteinander austauschen können. Das sind diese Hauptthemen der Grundausbildung. Und wenn ich Grundausbildung sage, dann meine ich nicht, dass es damit weitergeht, sondern dass Sie danach viel besser aufbauen können zu Ihrem eigenen Fachbereich. Wenn Sie Führungskraft sind, können Sie beispielsweise ein Führungstraining noch absolvieren. Wenn Sie im Verkauf tätig sind, und der Verkäufer hat heute einen ganz herausfordernden Beruf, dann können Sie auch hier weiter trainieren. Das bedeutet, mit der Grundausbildung zum Trainer für Rhetorik und Kommunikation werden Sie Menschen in der Tat begeistern und ihnen Mut machen, ihren Weg einzuschlagen. Ich danke Ihnen und freue mich auf Ihre Anmeldung zur nächsten Grundausbildung zum Trainer für Rhetorik und Kommunikation.